Hallo, liebe Leute, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin die Christina und ich möchte eigentlich in diesem Video meine schönen Bilder vorstellen und präsentieren. Aber ganz kurz über mich. Also ich bin in Ungarn geboren und ich lebe schon seit langer Zeit in Deutschland, aber in beiden Ländern bin ich zu Hause. Ich war klassische Balletttänzerin, also meine Ausbildung als Balletttänzerin konnte ich leider nicht so lange ausüben, weil mein Rücken etwas, ja, also sehr erkrankt wurde. Ja, das Leben wollte halt mit mir anders. Wahrscheinlich, ich habe in diesem Leben andere Aufgaben. Also noch kurz dazu, also ich habe einen Ehemann, wir sind schon seit 35 Jahren sehr glücklich zusammen und mein Mann ist nicht nur mein Freund und mein Ehemann, sondern auch gleichzeitig mein Seelenpartner. Also wir haben schon ganz am Anfang gewusst, dass wir uns schon von viel früheren Zeiten kennen. Das war schon gleich klar damals. Also er ist Komponist, er ist Musiker, Sänger und Gitarrist. Und später, ihr könnt schon vorstellen, ich habe schöne, naja, also ich singe auch sehr gerne und bin eigentlich Sängerin. Und wie ich zu Bilder gekommen bin, das ist halt schon sehr interessant, weil natürlich, wie alle anderen Künstler, Musiker, wir sind auch zu Hause im Zwangsurlaub, schon seit 1,5 Jahr. Und natürlich, da hat man viel, viel Zeit zu Hause. Was von einer Seite ist wirklich toll, weil ich habe eben diese Leidenschaft zu den Bildern wieder entdeckt, was ich irgendwo in meiner Kindheit hinter mir gelassen habe oder aufgegeben habe, keine Ahnung. Aber ich kann noch ganz kurz daran erinnern, wo ich einmal 8- oder 9-jährig war und ich war krank. Ich durfte nicht in die Schule und ich war zum Bett gefesselt. Und dann habe ich aus Ausland, aus Amerika, damals war für uns natürlich was Großes, so ein Wachs, wie sagt man, Wachskreidenstift bekommen, so 100-teilig. Und das als Kind, das hat mich sowas fasziniert, die bunten Farben, und das hat auch so eine Art Duft gehabt. Und ich erinnere mich, ich habe angefangen, so ein A3, eine A4-Blatt, so vollmalen. Und ich war so in diese Arbeit hineingesunken, dass ich damals, vergesse ich dieses Gefühl, richtig in diese Arbeit eingetieft war, dass es für mich Zeit und Raum hat nicht existiert. Also ich war damals, glaube ich, eins mit meinem Bild. Vielleicht versteht ihr das, dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben, aber ich war eins. Ich war der das Bild gemalt hat und ich war selber das Bild. Und ich erinnere mich, das war, ein Blatt war voll und dann habe ich noch ein zweites, ein drittes und ein viertes. Und ich habe diese Blätter so zusammengeklebt und das war eine Winterlandschaft mit spielenden Kindern, die Schlittschuh laufen, Schneeball spielen. Es war toll, ein wirklich schönes Bild. Und das war so gut gelungen, dass es sogar 1 Jahr lang in der Schule ausgehängt wurde. Also ich wollte nur sagen, dass dieses Gefühl, auch als Musikerin, es ist so schön, wenn man etwas macht und man ist richtig so in dem Sache eingesunken, dass da existiert für dich kein Zeit und kein Raum. Du bist eins. Na gut, zurück zu Bilder. Also wie gesagt, ich fotografiere sehr gerne. Wir dürften sehr viele Länder bereisen
Und Fotografieren war immer meine Leidenschaft. Aber was ich jetzt mache, das ist eigentlich eine Art Licht, Farben fotografieren, wo ich mit meinen Aufnahmen bearbeite und davon verschiedene Bilder male. Also es ist sehr schwer zu richtig erklären, was ich mache, weil ich habe auch versucht, ein bisschen in Internet nachgoogeln, aber gibt's sowas nicht. Also deswegen ist schwer zu erklären. Oh, okay, es ist mein allererstes Video. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich habe noch nie sowas gemacht. Aber ich dachte, es mittlerweile, so seit September, so viele schöne Bilder entstanden, dass es wäre so schade, wenn es so verloren gehen würden. Und ich dachte, ich werde das in YouTube einstellen. Und zwar, es ist schon fertig. Wir haben eine Stunde, also mein Mann hat eine wunderschöne Musik, das ist eher zu runterkommen, zu relaxing aufgespielt. Und ich habe dazu 14 Bilder da eingestellt. Und es ist mir uns gefällt. Und immer, ich schaue das immer wieder an, wie auf mich wirkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr beruhigend. Und von anderer Seite ist das sehr motivierend. Also für mich auf alle Fälle, dass es lohnt sich weiterzumachen. Also was mein Ziel ist, ich möchte natürlich für die Community etwas weitergeben, etwas, was euch für andere Leute vielleicht Freude macht, wie es für mich hat Freude macht. Und ich möchte, dass es euer Herz erreicht. Und von anderer Seite natürlich möchte ich auch irgendwie in Zukunft davon leben können, also meine Bilder auch zu Verkauf anbieten. Und ich dachte, das ist auch eine gute Idee, mal diese Chance zu nehmen und die Bilder hier vorstellen. Deswegen mein allererstes Bild heißt Mut, weil ich eben auch zu diesem Video auch Mut gebraucht habe. Und Mut brauchen wir immer. Also erstens Mut brauchen wir, die Chance, was sich anbietet, die Chance zu ergreifen und etwas, was Neues anfangen, in jeder Hinsicht. Wir brauchen jeden Tag Mut, etwas machen, wovor vielleicht uns, was uns vielleicht Angst macht. Also mein erstes Bild ist Mut. Und da möchte ich gleich mein zweites Bild vorstellen. Und das ist, ich habe den Titel gegeben, was habe ich ja gegeben? Forgotten Melody auf Englisch, also vergessene Melodie. Und da seht ihr eine Küstenlandschaft, wo eine vom Meer ausgespülte Baumstamm, so ein Ast steht und da ist eine Gitarre. Das ist eigentlich übrigens von meinem Mann, seine Gitarre und ein Eisvogel. Also dieses Bild symbolisiert eigentlich die heutige Zeit und zwar, wo wir Künstler jetzt wir dürfen nicht, also wir dürfen jetzt momentan noch nicht arbeiten und das ist der ganze Kunstbranche, also Musiker etc. Zu Hause sind und da ruht die Gitarre und das Vogel wartet einfach mal darauf, dass wieder die Gitarre in der Hand genommen wird und wieder darauf gespielt wird. Also das ist halt, was ich halt mit diesem Bild ausdrücken möchte. Und mein drittes Bild, das ist der Kosmik, die kosmische Scheibe oder auf Englisch habe ich den Titel gegeben, Cosmic Wheel. Und zwar, ich beschäftige mich total viel mit dem Kosmos und also das ist, da habe ich davon vier verschiedene. Das ist jetzt der Winter. Und da gibt es davon einen Frühling,
ein Sommer- und ein Herbst-Variante. Jeder unterschiedlich. Also, was soll ich noch dazu sagen? Also, wenn euch diese Bilder gefallen und vielleicht ich euer Interesse erweckt habe, ihr könnt meine Homepage besuchen und da gibt es noch mehrere Bilder. Und euch zu motivieren und vielleicht dann könnt ihr mal diese 1 Stunde YouTube-Video anhören, anschauen und wenn da die Bilder euch gefällt, dann wieder mal meine Homepage besuchen. Und ich möchte dann immer wieder mal Bilder vor mir für euch präsentieren, hier in YouTube und vorstellen, wie die entstanden sind. Also übrigens, was halt sehr interessant war, das war im letztes Jahr im Oktober, wo ich meine Aufnahmen gemacht habe und im Computer das wieder gesehen haben, dann ist mir ein Engel erschienen. Also ich war da, ach, sowas baff, weil richtig ein Engel mit Gesicht und mit Flügeln. Also ich habe echt geheult, ich habe echt geweint, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und man sagt ja, Engel sind Botschafter von Gott. Und dass ich auf der richtigen Weg bin und dass ich unterstützt bin und dass ich geliebt bin. Und ich werde auch diese Engelbilder für euch mal zeigen. Und was ich noch dazu sagen wollte, ja, das ist dann mein persönlicher Engel, weil ich habe das irgendwo mal gehört, dass Engel sind eigentlich, man könnte sagen, Schubsengel, weil diese Schubsengel, die schubsen dich auf eine Richtung. Na, da geh mal in diese Richtung, da bist du richtig. Und seitdem mache ich die Bilder und ich bin überzeugt, mich gefallen die. Und es macht mir so viel Freude, es macht mich echt viel Freude. Ich bin wieder wie damals im Kind. Als ich Kind war, wären die diese Bilder so was eins. Ich liebe die. Und ich möchte, dass es für euch auch irgendwie weitergeben, dass es euch gefällt. Na gut, also kurz gesagt, besucht mich auf meiner Homepage und ich wünsche euch alles, alles Gute. Geht in die Natur raus, frische Luft, Bewegung. Gute Ernährung, also ich bin vegetarisch, ich esse schon lange Zeit kein Fleisch mehr und ich fühle mich wohl. Also wie gesagt, von einer Seite natürlich finanziell geht uns ganz schlecht, weil wir schon seit 1,5 Jahr nichts verdient haben, aber von anderer Seite, jetzt habe ich Zeit und ich genieße das, ich genieße, dass ich was jetzt mache und ich wünsche euch auch, ergreift eure Chancen und macht was. Habt Mut, wie ich jetzt zu diesem Video. Und ich wünsche euch alles, alles Gute, viele Liebe, bleibt gesund und der allerhöchste Gott soll dieses Video segnen und mit Freude und mit Liebe und mit Respekt behandelt. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Eure Christina. Tschüss, tschüss, tschüss.